ein paar Leute gefragt, die sind, oder einige der Leute der Meinung, du schreibst mit die besten Bücher in der Synchronbranche. Was braucht deiner Meinung nach ein gutes Synchronbuch, damit es eine gute Synchronisation wird? Eine fabelhafte Frage. Ja, das kommt so ein bisschen auf das vorliegende Werk an, würde ich immer sagen. Schön wäre es natürlich, wenn die Texte nah am Original sind, wenn ich die Lache an den richtigen Stellen setze, wenn ich im zeitlichen Kontext bleibe, in der Art der Sprache, wenn es dann noch gut aussieht und ich, sage ich mal, die Wortwahl entsprechend des sozialen Umfelds der Figur treffe, dann ist besonders gut. Du hast ja unter anderem einer meiner Lieblingsserien gemacht, Modern Family. Ja. Wie hast du es dort geschafft, so am Original zu bleiben? War es einfach oder war es schwierig bei der Serie? Auch da war es sehr unterschiedlich von Folge zu Folge oder von Gag zu Gag. Mal war es sehr, sehr leicht und mal war es quasi unmöglich. Okay. Wie hilft man sich dann, wenn du sagst, es ist unmöglich? Rainer Brandt mäßig? Ja, ist ein Weg. Kann man machen. Ja, es gibt unterschiedliche Vehikel, wie ich versuchen kann, irgendwas zu retten. Ne? Da helfen dann vielleicht auch mal Reime oder irgendwelche Wortschöpfungen, die es eigentlich nicht gibt oder so. Sowas kann da helfen. Bei Modern Family im Speziellen war ein Problem, dass es ein Wahnsinns-Dialogvolumen ist. Also es wird sehr, sehr viel geredet in diesen 20 Minuten. Und es gab auch das ein oder andere Wortspiel, was viel Hirnschmalz gekostet hat. Also ich würde lieber den Gag und das Wortspiel retten, als mich darauf zu werfen, dass es super synchron sein muss. Du synchronisierst Jake Gyllenhaal, natürlich Tobey Maguire. Die haben beide 2021 mitgespielt in Spider-Man No Way Home. Erzähl mal bitte, was das Besondere war, wie du es gelöst hast. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, weiß ich's? Ja, wahrscheinlich. Also Jake Gyllenhaal kam nur ganz am Anfang vor. Und das in einer Rückblende. Das heißt, da habe ich gar nichts gemacht. Das wurde sozusagen von einem alten Film angelegt. Ja. Die Herausforderung bei diesem Film war eine etwas andere. Ich habe nämlich nichts gesehen. Okay. Das Bild war also so verfremdet, weil, wie ich dann festgestellt habe, es hochgeheim war, ob denn die beiden anderen Spider-Männer da überhaupt mitspielen. Sodass Nico Sablik und ich nur auf kleine runde Fensterchen gesprochen haben und da war eben kein Gesicht zu sehen, sondern nur ein Mund. Und Tobey Maguire ist generell etwas gebrochener in der Stimme, etwas ungeführter, sagen wir mal, ja, so ein bisschen, vielleicht könnte man uncharmant sagen, etwas mehr Mimose und das habe ich versucht zu befolgen.